Aber ich hatte einen sehr anstrengenden Tag und werde mir, sobald das Video rendert, erstmal den Mittagsschlaf gönnen. Logo wäre jetzt auch bei Night End, der noch nicht gesehen hat, was Vydra so bastelt. Vydras Observer jetzt unterwegs. Wäre ein krasser Move, wenn er hier den Observer von Night End unterwegs kicken könnt. Bin ich gespannt, ob die beiden Observer sich unterwegs treffen. Expansion jetzt von Night End und nein, die Observer bleiben getrennt. Sehen hier der Observer von Night End auch gar nicht unterwegs in die Base von die Maga. Jetzt kommt der Sir und abgewehrt. Die Maga hier schön die Probe abgewehrt von Night End. Wir sehen, Night End hat hier zwar jetzt die Robo gesehen, aber eben nicht, dass Colossi schon unterwegs ist, jeden Moment fertig praktisch. Und auch das Upgrade schon sehr weit. Night, also sehr weit in Anführungsstrichen, aber schon unterwegs. Night End seinerseits vom Upgrade noch 80 Gas unterwegs. Und sein Koloss noch nicht ganz so weit. Vydra setzt hier hinten jetzt den Proxy Pylon, um seine Minimap zu sehen, ob hier Night End irgendwelche sneaky Actions treibt. Vydra jetzt auch mit der Expansion, aber wie gesagt deutlich später als hier Night End. Und versucht jetzt auch mit seinem Mini-Ball langsam aber sicher auszumarschieren. Betrachten wir Income bei knapp 10 Minuten. Vydra 29, Night End 33 und Vydra sichert sich jetzt erstmal die beiden Salaga Watchtower und wir sehen Night Ends Observer. Oh, und Tatütata-Geräusche bei mir. Was ist es? Oh, ein Krankenwagen von der Autobahn. Zwei. Unangenehme Angelegenheit. Voraussichtlicher Unfall auf der A6. Höhe Mannheim. nicht lustig. Night End sehen wir jetzt schon mit zwei Kolossi und einem Immortal. Gegen Vydra mit nur einem einzigen Kolossi. Weitere Koloss und drei Salads kommen jetzt nach. Upgrade für beide Spiele mittlerweile fertig. Grob die 11-Minuten-Marke. Und Vydra setzt jetzt den Proxy-Pylon. Und snipe die Probe! First Kill für diesen Kolossi. Was sagen uns die Army-Zahlen? Night End's Army momentan noch teurer als die von Vydra. Night End konnte sich jetzt aber nicht die schöne Position raussuchen. Und Vydra schnetzelt hier schon richtig nice in die Armeen rein. Konnte den ersten Immortal schon halb bezwingen, sollte ihn jetzt voll auseinandernehmen, da Immortals richtig krass Schaden machen. Schon ein Kill von dem Immortal. Vydra muss sich jetzt langsam ein Stück weit zurückziehen. Drei Kolosser jetzt von Night End. Vydra bekommt es aber hin, die restlichen Units von Night End voll zu snipen. Und hat diesen jetzt zurückgedrängt. Night End natürlich momentan mit drei Kolossi richtig gut platziert. Und warpt jetzt ähnlich wie dem... Wie Vydra. Nicht die Maga? Wie Vydra weitere Stalker rein. Aber Vydras Kolossi stehen jetzt natürlich wesentlich besser als die drei von Night End. Night End wird jetzt auf den vierten Kolossi warten und dann wieder pushen, gehe ich stark von aus. Muss jetzt all seine Probes zurückziehen. Wir sehen Income-mäßig jetzt beide Spiele wieder ausgeglichen. Und Night End hat erst jetzt das Range Upgrade. Das war natürlich der entscheidende Faktor für Vydra, der hier mit seinem Range Upgrade wesentlich besser vor sich hinschnetzeln kann mit seinem Kolossi, als auf der anderen Seite Night End. Und jetzt, wo hier die Expansion down ist, könnte sich Vydra theoretisch zurückziehen, hochmakronen und sich dann Night End wieder schnappen, der jetzt entweder den Gegenpush machen muss, wobei er hier auf diesen Kolossi besonders aufpassen sollte, oder ja, hofft, dass da mal dass Vydra hochmakrot und sich sofort auf seiner Seite ein, zwei Expansions krallt. Hier wird jetzt erstmal der Proxy-Pylon gekickt. Gute Entscheidung, ansonsten sehen wir was. Weitere Kolosser im Bau, 3 Gate-Robo. Expansion von Vydra wird langsam besetzt, momentan aus 3 Assimilatoren. Und wir sehen die Maga relativ viel Energie auf diesem Hauptgebäude. Beide Hauptgebäude auf der 6, auf der 9 seine Robotics, auf der 0 seine Warp-Gates. Seine Scouting Probe, die sich jetzt auch hier in der Nähe versucht wieder zu... sehr nice Move hier von Vydra, der wahrscheinlich gucken möchte mit seiner Probe, ob hier Night End die Expansion wieder aufbaut oder ob Night End jetzt den All-In versucht. Night End mit 5 Salad, 5 Kolossi unterwegs, Proxy Pylon.
Weitere Kolossei im Bau und hier schön den Observer. Auf der Gegenseite sehen wir den Observer von Vytra nirgends mehr. Und hier jetzt langsam aber sicher der Push. Boah, diese Kolossei schon 8 Kills. Und ja, alle Units, die sich hier von Vytra jetzt zu weit nach vorne wagen, werden natürlich sofort gekickt. Vytra hat jetzt mit seinem Observer den Observer von Night End gekickt. Was ein schöner Vorteil ist. Und wir sehen Army-mäßig Vytra ganz leicht vorn nur. Mit dem nächsten Kolossei, der fertig wird, aber wieder etwas deutlicher vorn, denke ich. Hier, wir sehen auch die Armeen von Vytra etwas gesplittet hier für beide Eingänge. Und sobald auf der einen Seite sich Night End reindrängen versucht, kommen natürlich auf der anderen Seite... Oh, und Night End schnetzt die Kolossei von Vytra richtig krass weg. Und kann jetzt mit seinen drei Kolossi von hinten in die Stalker reinschnetzeln. Muss aber aufpassen, da von Vytra ein weiteres Kolossei unterwegs ist, kriegt er den gefokust. Er versucht... Und Focus Fire auf den Kolossei von Vytra. Schönes Micro hier von Night End. Zieht sich an dieser Stelle zurück und kann all seine drei Kolossei überleben lassen. Und kann mit diesem einen jetzt den letzten Kolossei von Vytra kicken. Unglaublich, wie sich Night End hier nach dem Verlust seiner Expansion und ekomäßigem Nachteil an Vytra jetzt wieder rangekämpft hat und ihm hier jetzt nach und nach die Probes schnetzelt. Vytra hat jetzt das Problem, ja, hat hier in diesem Fall, ich zeige die Szene gleich nochmal, finde ich sehr spannend, muss ich unbedingt nochmal angucken. Ich glaube, da hat er einfach viel zu viel Splash Damage abbekommen von den Kolossais von Night End. Und jetzt wird es richtig schwer für die Maga. Oh, Vytra, warum immer die Maga? Nur weil es beides Ukrainer sind, oder was? Jetzt wird es ganz schwer für Night End hier. Vytra sich nochmal gegen Night End zu behaupten. Okay, er hat noch die Expansion am Stehen. Aber Night End hat jetzt drei Immortals. Ein Immortal und zwei Kolossei. Und ja, wir sehen schon, die hauen so richtig rein. Night End wird sich jetzt nach und nach neue Gate Units bauen können. Und dann entsprechend gegen Vytra, sobald er genügend Truppen hat, einfach mit Arklik reinmarschieren können. Vytra hat momentan einen Kolossai, der zweite Kolossai ist im Bau, aber trotz Chrono Boost nicht mehr rechtzeitig fertig. Und ta-da-da-da! Die Robotics geht down. Schön allerdings das Micro hier nochmal von Vytra, der aus diesem einen Kolossai alles nochmal rausholt. Die nochmal auf 5 Kills hocharbeitet, aber der Immortal jagt den Kolossai unerbittlich. Macht einmal 50 Schaden gegen den Kolossai. Gucken wir an diesen Koloss, 50 Schaden. Ja. Mit 5 Schuss ist ein Koloss down von dem Immortal. Das ist schon richtig nice. Und GG von Dark Lodra, aka Vytra, der hier gegen Night End verloren hat. Gucken wir uns doch mal. Interessant ist der Kampf bei Vytra. An der Base von Vytra, das ist schon zu spät. In dem Moment, wo an dieser Stelle hier, jetzt kommt's gleich, gehen wir mal auf normal. Wir sehen hier beide Kolossai-AB. Momentan sehr geballt. Und Army-Size, Vytra leicht von, aber. Oh, stopp. Hier, wir sehen, die Kolossi kriegen den ersten Schuss, schießen hier in die Stalker, die vordere Streitmacht. Von Night End bekommt die ersten Schüsse ab. Wir sehen überall, wie die Schilde runterschmelzen. Hier der erste Berserk schon leicht down. Und jetzt kommt die entscheidende Stelle. Wir sehen, die zweite Salve von Vytra geht wieder nur in die Core Units von Night End. Night Ends Kolosse stehen jetzt bereit und betrachten wir jetzt Vytras Kolosse. Night Ends Kolosse schießen und treffen mit ihren Salven nur Vytras Kolosse, dessen Kolossi hier das Schild weg ist, hier das Schild praktisch weg, hier Schild weg, dieser Koloss schon fast down. So von 5 Kolosse, mehr oder weniger 4 Stück in der ersten Salve schon halbe down, wohingegen wir bei Night End hier nur diesen einen Koloss beschädigt sehen und diesen und diese drei noch komplett am Stück. Die zweite Salve von Vytra kam jetzt rein. Hier, wir sehen die Auswirkung. Dieser Kolosser geht fast down, dieser Kolosser hier geht down. Hier ist das Schild bald weg, der ist noch praktisch ganz, der ist noch praktisch ganz. Und die Stalker und Salads von Night End fast down. Was sehen wir bei Vytra?
Ein Kolosser hier down. Der Kolossi geht jetzt down. Der Kolossi geht down. Und hier hat White Rides nur noch zwei Kolosser, die im weiteren Kampfgefecht einfach sowas von untergehen, weil Kolossi die krasse Unit sind. Wir haben hier das absolute Focus-Fire von Night Ends Kolossi auf die Kolossi von White Rider gehabt. Und diese Szene hat einfach White Rider das Spiel gekostet. Hier unten im Kampf um die Basis hat er sich richtig gut angestellt, aber hier haben seine Kolossi die falschen Units gefokust. Seine Core-Units haben nicht schützen die Kolossi bewacht, als er hier gesplittet hatte, sondern kamen danach, haben das Focus-Fire also auf die Kolossi gezogen. Hier, was der fatale Punkt war, meiner Meinung nach, für White Rider und den Sieg für Night End bedeutet hat. Gut, das war's dann fürs Erste. Ich hoffe, ihr habt die erste Bär TV, die Show-Sendung genossen. Feedback wäre in dem Fall mal richtig, richtig nett, weil ich natürlich jetzt noch überhaupt gar nicht einschätzen kann, ob das Ganze nur einigermaßen ankommt oder ob ihr alle sagt, was will ich so einem Trottel zu hören? Day 9 ist mir viel lieber. Alles gar kein Problem. Aber teilt es mir bitte mit, weil dann kann ich meine Zeit für euch am gewinnbringendsten nutzen. Wenn ihr also in Zukunft weiter lieber Audiocasts von mir hättet, generell nur Live-Stream-Action mit mehr Spaßanteil als diesem Analysen-Track oder aber ganz normale Replay-Casts oder Dinge wie das hier jetzt, dann teilt es mir ganz einfach mit. Ich würde mich freuen. Neue E-Mail-Adresse. bärtv@gmx.de. Geschrieben wie hier der tolle Channel. Alternativ auf www.bärchenbrüllen.de, wo jede Episode entsprechend einen News-Eintrag bekommt. Oder im Forum von instarcraft.de, im bärtv oder im Lilith-Bärchen-Thread beim Caster-Bereich. Ist noch eine Möglichkeit. Ihr könnt mich im IRC besuchen auf BärTV, also QuakeNet BärTV, geschrieben wie überall, oder im Ingame-Channel BärTV. Ihr könnt mich auch anrufen, 080 6x6, haha. Mein Spaß beiseite. Feedback wäre sehr schön und würde mich freuen, habe in letzter Zeit nicht allzu viel von euch gehört, nicht mehr so viel von mir hören lassen, aber ich bin jetzt von meiner Projektwoche zurück, habe zwar einiges um die Ohren, aber versuche trotzdem regelmäßig das ein oder andere zu bringen und Feedback wäre schön. Ja, dann euch allen noch einen schönen Tag, startet die Woche und bis zum nächsten Mal, euer Bärchen.